Unglaublich, es ist wieder Moontalk-Time, das knallharte Recherchemagazin bei Game 2. Diesmal diskutieren wir über die Game Awards 2019. Letztes Jahr haben wir auch schon darüber diskutiert, und zwar vor allen Dingen, was sind die Nominierten, weil mehr wissen wir ja noch nicht, und was gibt es vielleicht für Neuankündigungen? Nach diesem Bumper erfahrt ihr mehr. Yeah. Und da geht es auch schon los mit dem Super Talk über die Game Awards 2020, nein, 19. Wer sitzt neben mir? Gregor Guten Tag, hi. und der Trant. Hallo Michael. Ja, wir sind unglaublich gespannt. Wir haben eine Liste, die wir kaum abarbeiten können mit 50 Milliarden Titeln Wollen wir denn und einfach Kategorien. Wirklich über die 2020 einfach sprechen und wir malen uns aus, welche Titel rauskommen? Oh, das wäre schön, oder? Ja. Was sind die Launch-Titel von PS5 und Dings? Das wäre Weil da natürlich auch können wir ja spannend. Gleich mal reingreifen. Also ich freue mich übrigens mal dabei sein zu können. Habe es ja bisher hier nicht geschafft zeitlich, aber es gibt ja einiges, über das wir reden können. Da fehlt schon ein Titel, weil er einfach nicht mehr zeitlich reingekommen ist, ne? Das Cut-Off-Datum war irgendwann im November. Ja. Kein Star Wars drin. Kein So. Star Wars drin. Das würde in einige Kategorien hier reinpassen aus meiner Sicht. Und ich finde, es war wirklich eines der fünf besten Spiele dieses Jahr aus meiner Sicht. Deswegen. Der fünf besten Spiele. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz. Ich habe es noch nicht durchgespielt. Es wandert immer so hoch von Platz 2 zu 4 zu 3. So. Aber ja, mit welcher Kategorie wollen wir denn beginnen? Ja. Am besten eine unwichtigen. Ne? Ach echt? Will fast, oder will, nee, also nee, gleich will was Wichtiges. Willst du wirklich gleich mit dem Highlight anfangen, mit dem größten? Na klar, oder? Warum denn nicht? Oh ja, überlasse ich was dir. Was dann natürlich das Game of the Year wäre. Ja. Wollen wir es immer so machen, dass wir sie vorlesen? Ich lese die kurz vor, Mach warum das nicht? mal. Also nominiert sind für Game of the Year Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 Remake, Sekiro Shadows Die Twice und The Outer Worlds. Ja. No? Habt ihr da selber einen deutlichen Favoriten? Also für mich persönlich sehe ich da einen, aber es ist natürlich schon eine schön bunte Mischung. Bei einer Handvoll Titel würde ich sagen, die hätten nicht unbedingt für mich in die Liste reingemusst, obwohl ich die ganz cool finde, wie Control und Outer Worlds beispielsweise. Ja, ne? Also für Game of the Year gab es da nichts noch, was noch dicker gewesen wäre? Ich will sie jetzt nicht in Abrede stellen, die Spiele, aber. Also dicker ja, aber ist jetzt irgendein Call of Duty Modern Warfare Remake, was auch immer, gehört das da jetzt rein? Oder also es gab größere Spiele vielleicht als Control, aber gab es auch bessere? Ja, Control fand ich solide, muss ich sagen. Also mir hat es Spaß gemacht, ich habe es auch gerne durchgespielt, aber es ist eben so ein typisches Remedy-Game, hat sich angefühlt wie Quantum Break 2, jetzt noch ein bisschen besser als Quantum Break, was für mich nicht so wirklich gezündet hat. Ich denke mir, es ist einfach, weil es mal so ein nicht schon wieder Call of Duty ist, weil es mal ein bisschen was anderes ist, dass es hier gelandet ist. Und genauso wie bei The Outer Worlds, was ich auch eigentlich sehr genossen habe, aber das hier hauptsächlich so hoch gelobt wird, weil es eben nicht Fallout 76 ist, ne? Weil Fallout 76 so die Arschkarte gezogen hat. Und Outer Worlds ist ein sehr solides und sehr unterhaltsames Rollenspiel, hat gerade beim Writing seine Vorteile, aber Weltendesign und spielerisch, weiß nicht, ob ich das unbedingt bei Game of the Year dann sehen würde persönlich. Also ich finde es auch persönlich, für mich war das Jahr 2018, also das letzte Jahr, das war einfach unglaublich krass, finde ich, von den Spielen, die rauskamen mit God of War und Red Dead Redemption. Da gab es noch viel mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Deswegen wirkt das jetzt gerade ein bisschen mau, diese Spiele hier, ne? Also ich hätte auf jeden Fall Star Wars, wie gesagt, mit reingepackt, aber ansonsten ist für mich hier nur Sekiro und aus meiner Sicht Control sind wirklich gute Spiele. Death Stranding bin ich ja nicht so der Wahnsinnsfan von, auch wenn ich den künstlerischen Anspruch des Spiels ja sehr hoch lobe, aber Ja, ne, und so weiter, ist eine lange Diskussion. da findest du keinen Konsens, glaube ich, bei Death Stranding. Richtig. Mich muddert es jetzt, aber ich habe nichts mit Smash Bros. Am Hut. Ich mag die Serie nicht wirklich, aber es ist ganz eindeutig für mich hier Resident Evil 2 Remake. Ne? Das ist mit starkem Abstand bei all den Sachen. Wobei ich da auch schon konträre Stimmen gehört habe, ob sowas nominiert gehört, weil es ja ein Remake ist. Ach, ich finde komplett Resident Evil, neues Spiel. genau, ist komplett neu, aber auch weil später dann nochmal Legend of Zelda Link's Awakening vorkommt, Ja. hat man auch schon überlegt, so, gehört das nominiert? Aber ich. War so eine Meinung, die ich jetzt nicht unterstreiche. Also ich finde, das kann man ruhig nominieren. Vielleicht können wir auch noch mal kurz sagen, wer das eigentlich nominiert. Das ist nämlich so ein Konglomerat aus ganz vielen So, ja, sehr, sehr viele. Media-Outlets, also aus Webseiten, Zeitschriften, aus, ja, einfach Ja, waren auch ein paar Influencer Kritikern. dabei. Also ich habe mir die Liste auch online Genau, mal die auch. angeguckt. Hier haben wir zum Beispiel hier kurz notiert, wer aus Deutschland mitbestimmt hat, zumindest prozentual mit eingeflossen. In der Jury waren die GamePro, die GameStar, Gameswelt, PCGames.de und die Bild. Also haben die zumindest zu einem Teil mitbestimmt, was hier alles von den Nominierungen hier Genau, reingelandet und ist. deswegen steht es da jetzt. Was ist denn eure Prediction, sag ich mal? Das heißt Ach so. so, wir müssen noch was kurz sagen. 90% des Urteils gehen Ja. von der Jury aus Und und nur 10% von den Usern. Das heißt, Okay. es wird, Fanvoting. genau, also die User haben nicht so viel zu melden oder die Fans.
Insofern schätze ich mal, man kann es fast ein bisschen von Metacritics eventuell ablesen, wer da gewinnen wird, so ungefähr. Also wer weiß. Ja, wenn du User-Wertungen machen würdest, da würdest du ja haben, okay, irgendwelche Leute hassen, sagen wir mal, Death Stranding ganz besonders. Die voten natürlich dann automatisch schon für irgendein anderes Spiel und schon ist das verschoben alles. Ja. Aber was würdet ihr sagen, was hat hier die besten Chancen? Ich schätze mal, weil ja Death Stranding komischerweise einen hohen Wertungsschnitt hat, dass das sogar Death Stranding werden könnte, auch wahrscheinlich, weil es so einen kleinen Innovationsbonus bekommt. Ich würde auch tippen. Ja. Okay, ich würde mal rausgehen und sagen, Sekiro würde den Titel kriegen, einfach weil das auch nochmal auch sehr, sehr hoch gelobt wurde. Mein Bier war es nicht, es war mir persönlich ein bisschen zu hart. Death Stranding, ist das kein Interessenskonflikt da? Weil ich meine, Geoff Keighley ist im Spiel drin. Ne? Er bestimmt zwar nicht, wer da gewinnt, aber das ist ein Event, der von ihm ausgerichtet ist. Er hat beste Freundschaft mit Kojima und so ein kleiner, komischer Geschmack ist da über. Ja, das haben sie sogar in den FAQs reingeschrieben auf der Webseite. Sie sagen, nein, da gibt es keine Connection, aber ob das wirklich so ist, weiß man nicht. Trotzdem, das wäre mein Tipp, Death Stranding irgendwie hat die meisten Chancen. Wie gesagt, wenn es jetzt nur ein reines Fanvoting wäre, würde ich das auch eher anzweifeln, aber da jetzt auch ganz viele Outlets irgendwie, also Medien, Schaffende, wie heißt das denn? Ja, also Medienfuzzis. Alle Fuzzis. Ja. Deswegen sehe ich die Chancen bei Death Stranding am höchsten. Genau, Sekiro, glaube ich, ist ein bisschen zu speziell. Und Outer Worlds ist, so wie ich Sebastian da gehört habe, auch nur ein gutes Spiel, jetzt nicht irgendwie, das ist für mich kein Game of the Year-Kandidat oder so. Es ist so ein nettes Ding für Leute, die sowas mögen, aber ist jetzt nicht der Oberknaller. Lustig, zwei der Games hier habe ich gespeedrunnt dieses Jahr. Resident Evil 2 in einer Stunde kriege ich es durch und Outer Worlds in 20 Minuten. Kurz mal ein bisschen Eigenlob eingebaut. Ja, natürlich. Also ich muss nur die anderen weghauen, in 5 Minuten, dann passt das. Machen wir gleich weiter, das können wir vielleicht besser sagen. Best Narrative. Und da ist ja Plague Tale Innocence mit dabei, wo ich weiß, dass du ein großer Fan von bist. Fand ich sehr stark, auch vom Erzählerischen her aus. Ja. Mhm. Control haben wir mit drin, wo ich selber sage, ich fand es ja ein bisschen wirr, deswegen habe ich auch diesen wirren Beitrag gemacht. Aber ich fand sie trotzdem nichtsdestotrotz irgendwie cool und besonders und bisschen in der Stranding-Faktor. Abgefahrenes Zeug, was man nicht ganz einordnen kann, aber kreativ. Ich finde es ein bisschen präziser als Death Stranding, weil ich habe beide jetzt durchgespielt, Control als auch Death Stranding. Und Death Stranding ist eben auch typisches Kojima-Ding. Ne? Mhm. Also das überfrachtet dich mit 1000 Infos und irgendwie im Hintergrund hat er sich noch so ein bisschen was gedacht. Death Stranding hat starke Momente, aber ich würde jetzt nicht, was die Narrative angeht, es ganz nach vorne hinpacken. Control ist eben, ist ein bisschen stärker geführt, hat die interessanteren Charaktere, finde ich, insgesamt. Ne? Wenn ich jetzt an den Bruder von der Hauptfigur denke, zum Beispiel. Einzige, ne? Ja, ne? Also, und es geht ein bisschen komisch zu Ende, würde ich auch persönlich sagen. Also kann man schon, Plague Tale war so eine schöne Geschichte eben, weil ich auch mich sehr gut in die Charaktere reinversetzen konnte. Will ich noch spielen, aber es sah cool aus. Ja, Disco Elysium ist tatsächlich eine Sache, da habe ich bisher nur ein bisschen reingespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass das so der PC-Vote von den meisten wird, weil genau das ist ja die Stärke, ein Sci-Fi, Cyberpunk-Detektiv-Adventure um den besoffenen Detektiv, der in der Zukunft versucht, Mordfälle aufzulösen. Es ist schon ziemlich coole Umsetzung gemacht. Ich habe jetzt nicht genug gespielt, um es perfekt beurteilen zu können, aber ich glaube, das hat fast schon die meisten Chancen. Ich finde, Fairness halber müsste man das reinpacken, genau, allein schon, weil die Geschichte natürlich viel detaillierter ist, aufgrund der Art des Spiels, ne? Dass du quasi 1000 kleine Quests und Dialogoptionen und frag mich nicht hast. Nehme ich mal an, dass sie zumindest detaillierter ist, ob jetzt die Gesamtnarrative auch origineller ist, das weiß ich nicht, weil ich habe es nicht gespielt. Aber ich glaube auch, das ist ein gutes Ding. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Spiel dann immer noch ein paar extra Stimmen bekommt, wenn es nicht so oft vertreten ist in den ganzen Game Awards, dass man dem quasi so als Underdog diesen Award zuschustert. Das Outer Worlds kann ich mir fast vorstellen. Ja, Outer Worlds hat ganz gutes Writing, aber die Geschichte übergreifend ist nichts Besonderes. Also das wird nicht gewinnen. Aber ist es da nicht so, dass man so viele verschiedene Geschichten erspielen kann, dass die so krass unterschiedlich sind? Es geht. Also es hat schon ein ganz gutes so ein System eben, wo du auch wirklich moralische Entscheidungen mal treffen musst, über die man tatsächlich auch noch mal ein bisschen mal nachdenkt und nicht wo klar ist, ich will dem Bösen sein, ich mache das so oder so oder so, weil das auch spielerisch sich dann ausführt. Aber so die Grundgeschichte als aufgetauter Mensch in der Zukunft, der jetzt Buck Rogers spielen darf und dann einmal seine eigene Geschichte da erzählt. Das ist weniger prall, als man am Anfang den Eindruck hat. Also ich hoffe jedenfalls, dass Death Stranding nicht gewinnt, weil für mich ist es in erster Linie, hat er coole Ideen in der Story mit den Babys und so weiter. Aber wie die Geschichte dann bis zum Ende des Spiels hin ausgeführt wird, das macht einfach nur 5000 neue Stränge auf und man hat nicht das Gefühl, dass dahinter jetzt ein schlauer Gedanke steckt oder eine coole Idee, finde ich jedenfalls.
man kann das alles so ein bisschen symbolisch werten und anders auslegen, aber ich fand, das war eher wirr am Ende und ein bisschen der Lost-Faktor bei mir. Es ist häufig, wie bei allen Kojima-Geschichten, hier durch das Open World nochmal noch breiter gezogen als sonst. Der findet den Ausstiegspunkt eher selten. Ne? Der hat manchmal echt gute Ideen, aber seine besten Spiele sind die ganz frühen, die fokussiert eine Story erzählt haben, das ein bisschen knackiger gemacht haben, ja, wie Snatcher oder Police Nauts ganz früher. Aber seit Metal Gear musst du eben auch schon zurechtkommen mit dieser Masse an Infos und Twists und Plotpunkten. Ja. Also wenn der originellste Narrative oder Geschichte stehen würde, dann würde ich sagen, könnte Death Stranding den Pokal holen, so aber nicht. Bestes Baby gewinnt. Okay, willst du mal die nächste? Best Art Direction, finde ich, ist auch noch ein ganz interessanter Punkt. Da sind auch wieder alte Bekannte drin. Nominiert sind Control, Death Stranding, Gris, Sayonara Wild Hearts, Sekiro Shadows Die Twice und The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, da geht es wohl eindeutig nur um den Grafikstil, beziehungsweise um die grafische Ausführung. Ja, das ist schwierig. Das sind nämlich... Machst du so ein bisschen die Kritikerlieblinge? Du hast natürlich solche Sachen wie Gris und Sayonara Wild Hearts, die kenne ich nur sehr oberflächlich, muss ich sagen, aber das sind so Spiele, die fast schon gemacht sind, um so eine Kategorie dann zu gewinnen. Mhm. Gris hat ja diesen sehr eigenen Zeichenstil. Ja, so ein Aquarell-Look, das war ganz cool. Auf der anderen Seite, es fällt halt wieder so arg in die Indie-Sparte, dass nur, dass sie das jetzt mit diesem Wasserfarben designt haben, es ähnelt sich trotzdem so sehr mit anderen Indie-Spielen, die alle irgendwie schön sind. Ich wollte gerade sagen, im Grunde kann dann eigentlich nie ein realistisch aussehendes Spiel diese Kategorie gewinnen, wenn man immer nur das Originellste gewinnen lässt. Und deswegen ist hier schon wieder das Problem, da steht Beste und nicht Originellste. Ja, schwierig. Bei Sayonara Wild Hearts, ich habe so ein bisschen was eben davon gesehen. Ich muss sagen, das ist ja wieder mal so typisch Musikspiel, ein bisschen so wie Persona mit Scherenschnitt und dampfende Beats oder sowas. Du bist ja auf irgendwelchen Motorrädern da unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere. Das war so typisch dieser 80er Synthwave-Style, so ein bisschen. Ach so, ja. Na? Und ich mag zwar die Ästhetik, aber ich kann auch genauso sagen, ich bin drüber hinweg über den Style. Ne? Ich brauche nicht wieder was so ausgeschnittene Cutouts von Figuren zu sehen, wo du dann blau und rot hast, wenn was ineinander fließt und treibende Synth-Beats. Das ist nicht mehr meins. Ne? Also mein Tipp wäre einfach von persönlicher Präferenz hier, ich mochte den Link's Awakening-Style sehr, sehr gerne. Also dieses kleine, knuffige Tilt-Shift-Figürchen-Look. Fand ich eigentlich auch gut. Vor allem so dieses alte Spielkonzept von oben drauf gucken, wie kannst du das noch schöner irgendwie in die heutige Zeit heben? Aber ich weiß, dass das ja nicht bei jedem so gut ankam. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt gewinnt. Für mich wäre hier ein klarer Sieger-Control. So. Ja. Für mich ist einfach das Level-Design und die Stimmung, die in dem Spiel aufgemacht wird, das ist schon sehr speziell, sehr originell, dass die Level sich in sich verformen und so weiter. Das ist schon einfach eine coole Idee. Das ist wahrscheinlich mit das Beste an der ganzen Story, dass eben, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber dass eben das ganze Haus lebt, ja, und sich verformt. Und dadurch gibt es einen komplett eigenen Artstyle und das finde ich, also ich fand es total originell, das haben schon die ersten Trailer, wo man diese Spiralen aus Steinen gesehen hat. Für mich war das total speziell und auch fresher als, sagen wir mal, schon wieder in Anführungsstrichen den 80s-Look oder schon wieder den Zeichentrick-Look. Sekiro für mich auch von der Art Design her schwächer als Bloodborne und Dark Souls. Ja, also weniger originell. Du hast vor allem etwas Nioh gehabt und wenn jemand nicht genau Bescheid weiß, du würdest keinen Unterschied zwischen Nioh und Sekiro sehen können. Ja. Ich weiß nicht, ich sehe da Death Stranding relativ weit vorne. Death Stranding, ja. Aber so wegen weil da zählt ja irgendwie auch irgendwie der Look rein. Ich finde, das sieht so ultra realistisch aus, aber auch wie die Klamotten wieder designt wurden, die Gebäude, wie das alles so doch versucht wurde, glaubhaft irgendwie abzubilden, aber irgendwie auch sehr strange, wie das Motorrad aussieht, die Stoßdämpfer arbeiten. Ich finde, da ist so viel zu entdecken, was so nicht nach billiger Sci-Fi aussieht, sondern so nach origineller. Diese Fragile hat auch diese seltsamen Stacheln auf der Schulter, die sich ausfallen. Das sind so viele kleine Sachen immer, die auch ausgefallen sind. Regenschirm, ne? Der geht mir so auf die Eier. Ich jetzt mal gucke mir das Ding an und denke mir, das ist eine optische Täuschung und warum ist der so... Wie funktioniert eigentlich der Regenvisier? Wenn der Regen anfängt, kommt automatisch so ein Visier runter, weil die dürfen ja nicht mit Regen in Berührung kommen. Ne? Aber es ist mir alles immer so sehr riskant, finde ich. Also ich wäre ja komplett verpackt, wenn ich da das überhaupt sehe. Voll oft haben die so eine Kapuze auf und unterhalten sich miteinander und dann muss ja nur ein Tropfen auf die Nase kommen und sofort fault dir die Spitze weg. So. Ja. Egal. So, okay. Ja gut, anderes Thema. Kann ich verstehen, Trant, einfach weil das Mecha-Design, das ist ja der Shinkawa, der auch die Metal Gear Sachen gemacht hat und alleine, wenn du den Anzug anguckst von hier Norman Reedus, ne, was da für Details mit den Gürteln und allem ist. Also das gefiel mir schon ganz gut. Und auch die Gesichter und so. Ich finde, das ist für mich Technik, das ist für mich Grafik. Ja. Nicht Kunst, also das ist ja Art Design, nicht beste Grafiktechnik. Das muss man ja hart splitten. Und deswegen ist für mich, die Wahl des Settings ist im Grunde das Originelle, finde ich, bei Death Stranding. So dieses Island und dass sie das so komplett frei stehen lassen, ist halt eine mutige Wahl.
Und das könnte quasi, und daraus eine Landschaft zu formen, das könnte die originelle Leistung sein, aber also das tut mich ein bisschen schwer. Ich finde, die Figuren sehen einfach aus wie, keine Ahnung, da mit ihren komischen Metal Gear-Masken da im Gesicht und so. Das ist jetzt, in dem Moment, wo Menschen auftauchen, merke ich, alles klar, das ist ein Videospiel. Und da bin ich eher so raus, da bin ich raus. So. Ich weiß. Als ich nur das Geröll gesehen habe, war ich noch drin. Ich finde das irgendwie. Ich glaube, Death Stranding ist der wahrscheinlichste Gewinner da am ehesten bei dem Spiel. Gut. Das nächste ist ganz interessant, ne? Best VR-Game. Mhm. Weil man den VR-Spielen ja nachsagt, dass im Grunde sie so ein bisschen feststecken und sich nicht weiterentwickeln. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr auch wenig VR gespielt, habe mir aber sagen lassen, dass Asgard's Wrath ein ganz fantastisches, fast vollwertiges AAA-Spiel für VR sein soll. Ich glaube, Oculus exklusiv. Mhm. Da steht ja sogar dabei, genau. Blood and Truth haben wir hier auch in der Sendung gehabt. Das war dieser Das war so ein nettes kleines Arcade-Ding, fand ich. Also, Rail-Shooter fast, ne? Oder, ja, das hättest du in kleinen Levels, hättest du es auch als Spielhallenerlebnis dann früher haben können, ne? Shooter aus dem Auto und so weiter. Aber ja, sowas Besonderes war es jetzt nicht. Ist Beat Saber echt von diesem Jahr? Das kommt mir sehr alt vor, muss ich sagen. Genau, sehr alt vor. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wir es bei Rocket Beans einfach 5 Milliarden Mal gespielt haben. Also wir haben es quasi dann zu sehr gepusht, ne? Ja. Das hat aber auch, glaube ich, den größten Impact, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie gewinnt. Das war bei Jimmy Simple, Fallon. Aber gut, ja. Deswegen. Die sind auch jetzt sogar gekauft worden von Facebook. Sind sie jetzt gekauft worden? Ja, gut. Da haben sie mal verdient, da mal ein bisschen Geld zu verdienen. No Man's Sky jetzt wegen des Relaunches nochmal hier drin. Ich weiß nicht, wie VR da jetzt konkret funktioniert, sondern das gleiche ich Spiel. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ich war dann durch mit No Man's Sky. Ja, aber ich hätte es eigentlich gerne mal ausprobiert. Also das war irgendwie ein Spiel, wo ich dachte, boah geil, das zockst du mal in VR. So wie eigentlich alle Weltraum-Cockpit-Spiele. Ja, so, ne? Ja, aber das gehört, okay, da weiß man, das wird funktionieren. So, ne? Und Trover ist das von dem Rick and Morty-Macher, glaube ich, dieses komische Ding. Aber da habe ich außer dem Trailer auch nichts gesehen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, muss ich aber sagen. Aber schön zu sehen, dass gute Spiele dabei sind. Also es gab sie. So, ne? Es gab dieses Jahr coole neue VR-Spiele, die auch für sich genommen Spaß machen und die nicht einfach nur Kopien sind von also Umsetzungen quasi, die dann halbgar funktionieren. Insofern, ich werde dieses Asgard's Wrath mal reinspielen. Ich glaube, das soll ziemlich geil sein. Bei mir baut sich der Stapel noch auf. Ich habe schon lange keinen Bock mehr gehabt, das PSVR anzuschließen. Und ich habe jetzt so einen Haufen, da sind Astro Boy drauf, Deraciné, Blood and Truth auch nochmal zum Spielen. Da kommt wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr drauf, bis ich dann mich dazu überwinden kann. Wir können einen kleinen Exkurs machen, weil wir sind gerade bei VR und es soll ja eventuell, Half-Life Alyx da mal gezeigt werden, in welcher Form auch immer, ob es jetzt wirklich echtes Gameplay ist oder ein weiterer Trailer. Das weiß ich nicht, aber das ist natürlich ein Ding, haben wir letztens schon drüber einen Moon Talk gehabt, das könnte die ganze Sache hart pushen. Jo. Insofern, habt ihr da irgendwelche? Ich denke mal, also wenn dieser ganze Leak nicht gewesen wäre, bin ich mir sehr sicher, dass es angekündigt worden wäre erst auf den Game Awards. Das wäre so ein World Premiere. Mal wieder. Leak? Ja, es ist ja so durchgesickert durch das Internet. Übrigens, da kommt irgendwas mit Half-Life Alyx. Kurz bevor Half-Life Alyx der Trailer war, gab es schon Leaks. Ja. Dass da irgendwas, da gab es einen Chatverlauf zwischen, wie heißt nochmal der Moderator, Jeff Keighley und angeblich sogar Gabe Newell, die darüber sprechen, wie ihr macht ein VR-Spiel, bla, irgend so ein internes Kommunikationsdokument. Vielleicht ist es auch Marketing oder so, aber es wäre mein Eindruck gewesen. Ich denke mal, die werden da was zeigen. Ich habe auch nur ein bisschen was davon gesehen. Sträube mich dafür extra nochmal spezielle Hardware dafür kaufen zu wollen. Ja, muss ja nicht. Standard funktioniert ja mit fast allem, aber auch ich müsste mir, ich habe eigentlich auch nur ein PSVR-Headset. Ja, habe ich mega Bock drauf, muss ich sagen, ne? Weil du so lange nichts mehr von Half-Life gesehen hast und mal sehen, was sie sich ausgedacht haben. Und interessant finde ich persönlich ja, also Microsoft hat jetzt nochmal betont, dass sie auf VR scheißen. So wie ich das richtig gesehen habe, hat, glaube ich, der Phil Spencer gesagt, unsere Kundschaft ist wenig interessiert daran und Microsofts Philosophie sei, dass man gemeinsam spielt und nicht so isoliert mit so einer Brille. Ja, finde ich gut. Finde ich auch gut, aber bei Sony wurde noch nicht so explizit gesagt, dass es nicht vielleicht doch eine Neuauflage der PlayStation VR gibt mit dem Launch der PS5. Ja. Wobei, nee, nicht mit dem Launch, aber es wurde schon gesagt, dass es ein neues Headset geben soll irgendwann. Haben sie es definitiv? Sie wollen es auf jeden Fall weiter supporten. Ich glaube auch, das alte Headset wird mit der PS5 noch funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass es dann abwärtskompatibel ist, wie viel es bei der PS5, aber das ist wahrscheinlich so ein Fakt, der bei dem offiziellen Reveal dann nochmal konkretisiert wird. Ich denke nicht, dass es vorher schon ein neues Headset gibt, ne? Aber eventuell, dass man später auch eins mitkaufen kann. Sie, was könnte Half-Life dann genau pünktlich zur neuen VR-Generation auf Konsolen auch kommen, eventuell. Jo. Das wollte ich damit sagen. So, ja.
Das wäre doch gut. Wollen wir mal rübergehen zu Best Action Game? Genau. Best Action Game. Nominiert sind Apex Legends, das war tatsächlich auch dieses Jahr, Astral Chain auf der Nintendo Switch, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gears 5 und Metro Exodus. Ich sag's jetzt schon mal. Ich bin kein großer Fan von Astral Chain geworden. Irgendwie, ich bin nicht reingekommen. Ich weiß, dass es ganz cool sein soll, aber irgendwas hat bei mir nicht Klick gemacht. Ich habe es leider gar nicht erst angefasst, weil ich das Design dann doch schlimm finde. Das sieht richtig aus wie für 12-Jährige. Ich mag eigentlich Platinum Games, aber das war mir echt zu drüber. Mit diesen super rumhampelten Polizisten und ihren Kettengeistern, ich weiß auch nicht. Ja, ja, mit denen. Es sah aus, als ob die irgendwie ihre Sklaven-Gimps da immer ausführen und gegeneinander kämpfen lassen an den Halsketten. Also, aber es soll ganz cool sein. Es war leider nicht mein Bier unbedingt. Ich glaube, aber es hat nicht so eine große Chance, auch dass hier Call of Duty, das wäre so die Möglichkeit, natürlich dem Preis zu geben. Devil May Cry 5 ist auch schon speziell. Ist ein gutes Action-Game, aber es wiederholt sich auch später sehr in den Locations. Das haben wir ja ausführlich darüber gequatscht. Strand. Gears 5, ey, ich konnte mich nicht überwinden. Ich hatte schon ein bisschen Bock drauf gehabt, aber es ist noch ein Gears of War-Spiel. Ne? Ist es geil? Ich glaube, der Unterschied von 4 zu 5 ist größer als der von 3 zu 4, wenn ich irre, oder? Durch die Offenheit der Level und so weiter. Also die haben zumindest einen größeren Step gemacht und sich ein bisschen weiterentwickelt. Also Chris war ja sehr begeistert von dem Spiel. Gespielt habe ich es leider auch nicht. Ja, Metro Exodus ist okay, würde ich sagen. Du hast ja jetzt auch so diese Halb-Open-World, da du im Zug immer unterwegs bist und zu neuen Locations draußen hinfährst, nicht nur in den Tunneln unterwegs bist. Aber ich fand, so rein vom Spiel heraus hat es mir persönlich nicht so viel Neues geboten. Eben so ein typischer Open-World. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die größte Chance Apex hat. Ja, auch zu Recht eventuell. Da, ja, also ich habe auch reingespielt für mich. Ich bin kein großer Fortnite- oder PUBG-Fan oder whatever. Aber ich muss sagen, und das sagen ja auch die Wertungen über das Spiel perfektioniert dieses Genre sozusagen und kam ja auch wirklich raus und alle meinten so, boah, geil, das ist ja wirklich für dieses Genre richtig geil und das gleich alles mit drin und so weiter. Und das sollte man eigentlich mal vielleicht mehr honorieren als ein Gears 5, wo dann mal die Basics da sind und du im Grunde nochmal irgendwie ein bisschen mehr Wow-Effekt hast und genau wie bei Call of Duty. Also ich fände es fair, wenn Apex Legends den Preis gewinnen würde. Das hat halt den Bonus, meine ich auch, dass es eine neue IP ist und die stehen ja, glaube ich, höher im Kurs, als wenn du dann Teil 5 von irgendwas hast. Wollen wir mal kurz gucken, wer Best Ongoing ging, ist Anthem gar nicht dabei. Merkwürdig. Ongoing ist aber relativ unrumpelnd. Anthem war übrigens auch noch dieses Jahr, man mag es kaum glauben. Februar. März, Februar, Alter. Februar ist es rausgekommen. So. Best Action Adventure haben wir hier stehen und dann natürlich so ein bisschen eine Mischkategorie. Du kannst ja sehr viel ist ein Action Adventure, wenn du es nicht irgendwie anders kategorisieren kannst. Ich hab da auch echt gestutzt, so wie separieren sie die beiden jetzt, wo ich mir auch gedacht habe, ey, diese Genre-Definition, die sind echt so überholt. Wir haben Nominierte jetzt unter Best Action Adventure Game Borderlands 3, ja, Borderlands, Control, ich. Death Stranding, Resident Evil 2 Remake, The Legend of Zelda Link's Awakening und Sekiro Shadows Die Twice. Und eigentlich könnten das auch Action-Spiele sein. Aber ich glaube, hier ist der Hauptausschlagspunkt, dass es Adventure-Games sind, weil man da ja auch noch ein bisschen mehr Gespräche und mehr Character-Building hat oder also so Rollenspielanteile. Ja, weißt du, das hast du bei Borderlands, das hast du bei Control, weiß ich gar nicht. Es ist so die das ist Adventure-iger. Ja, ja, Control ist ein Metroidvania. Ja. Eben, ne? Das Stranding passt eigentlich auch ganz gut rein, Resident Evil 2 auch, Legend of Zelda eigentlich auch. Sekiro könnte man jetzt auch fast eher unter Action-Spiel verbuchen, Sekiro ist ja auch eher diese große Welt, du musst auch schon ein bisschen nachdenken. Du hast jetzt nicht, ich schiebe das Puzzle hin und her, da ganz klassisch, aber ich würde es auch schon als Action-Adventure kategorisieren. Also zum Beispiel Devil May Cry und Sekiro sind sehr nah beieinander, aber sie sind unterschiedliche Kategorien. Aber naja, zum Beispiel schwierig. Metro Exodus könnte man theoretisch auch in die Adventure-Ecke packen. So, ne? Man auch hier hinpacken. Naja, es ist alles halt sehr, sehr künstlich hier gemacht. Ich denke, ein Gewinner hier wird wahrscheinlich davon abhängen, wer bekommt Action Game und Game of the Year, weil das wird so eine Kategorie sein. Dann lass uns dem Spiel auch nochmal einen Preis geben. Das wird jetzt, ich weiß nicht, all die, ich glaube, Borderlands 3 wird es nicht. Die anderen haben wahrscheinlich gute Chancen oder so. Borderlands 3 ist so ein bisschen untergegangen. Ja. Okay, Best RPG. Ja. Oder würde noch was zu sagen? Nee, ne? Das beste RPG wird hier schwierig. Disco Elysium. Stimmt, da ist Disco Elysium wieder dabei, ja. Ja, das könnte ich ja auch noch den Preis kriegen. Ansonsten ist der Rest eben, also Kingdom Hearts 3 jetzt nicht. Final Fantasy 14 hat ein sehr gutes Add-on bekommen, gerade mit, wie ist das, nicht Bloodborne, sondern irgendwas Ironblood, weiß ich gar nicht mehr, aber die Leute gehen da richtig steil momentan drauf. Monster Hunter World Iceborne ist noch mehr Monster Hunter World, was natürlich cool ist. Und Outer Worlds haben wir zu den anderen Sachen schon gesagt, also Disco Elysium wird's. Würde ich auch tippen. Ach, übrigens, mir fällt noch auf, für mich bestes Adventure-Game, für mich gehört auch Surge 2 tatsächlich rein.
was ich allgemein hier vermisse. Wundert mich ein bisschen, dass es gar nicht auftaucht. Hat keine Lobby wahrscheinlich. Hat wahrscheinlich keine Lobby, aber das ist jetzt mal, es hat auch seine Fehlerchen und sieht vielleicht nicht so obergeil aus, aber es ist ein richtig geiles Spiel. Für mich auf jeden Fall auf Augenhöhe mit denen, die hier aufgesetzt sind. Was hat das für einen Wertungsschnitt so ungefähr? Der ist gar nicht schlecht, glaube ich. Also ich habe es nicht im Kopf, aber das sehen auch andere so. Es klingt so nach 78, 79, sowas wahrscheinlich. Ich habe aber auch nur den ersten Teil bisher gespielt und der war ja ganz solide. Genau. Dann würde ich den auch nochmal ausprobieren. Okay. Best Fighting Game können wir auch recht fix abhandeln. Achso, bei dem RPG, Entschuldigung, würde ich noch sagen, ich finde es geil, dass Disco Elysium hier überall diesen ganzen Kategorien auftaucht. Jo. So ein kleines Spiel von so einer kleinen Truppe. Feiere ich mega ab, dass das da jetzt kommt nicht so oft, ist glaube ich jetzt erst das zweite Mal da, oder? Ja, ist der nach Best Narrative. Mhm. Aber es hat es absolut verdient, dadurch, dass es eben so ein bisschen so den Hype mitgenommen hat und dass es da auch verdient ist, weil es ein gutes Spiel ist. Das ist die Frage, ohne den Hype, wäre das hier irgendwo dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, ohne den Hype natürlich wäre es nicht dabei, aber es wird kein schlechteres Spiel sein. Ne? Nee, das nicht, aber ne, also ich finde es scheint schon wichtig zu sein, dass es irgendwie in aller Munde ist. Also es ist super für die Leute, die so ein Award machen, weil sie eben auch mal zeigen, guck mal, wie variantenreich wir sind, ne? Und was wir auch für andere Aspekte des Gamings dann befeuern. Weil sonst sehe ich nirgendwo so ein typisches PC-Rollenspiel mit Low Budget. Fighting Game, also Smash Bros. Ultimate ist natürlich etwas, das ist auch so ein Konzessionspreis, weil Nintendo sonst nicht so viel bekommt. Jump Force ist Müll, Mortal Kombat 11 ist ziemlich gut, aber ist auch schon, für mich gefühlt, auch schon gegessen. Summer of Showdown ist auch okay, ist eine nette Neuauflage von dem alten und Dead or Alive kann ich nicht beurteilen, wie es geworden ist. Ist doch für mich alles schlechter als Street Fighter 4 oder 5. Also ich glaube, Mortal Kombat 11 hat gute Chancen und Smash Bros. Ja, eins, entweder 11 oder Smash Bros. Also dann, nicht, dass ich denke, dass es aus diesem Jahr kommt, Street Fighter 5, aber dann ist für mich dieses Jahr einfach nichts dabei. Wenn ich das hier so sehe, das finde ich alles eher so mau. Samurai Showdown würde dir aber vielleicht auch gefallen. Ja, ich habe es ja gesehen bei dir. Cool. Das ist Street Fighter 4,2, Samurai Showdown. So. Ja, ungefähr vom Spiel her. Ey, Nintendo-Kategorie sehe ich gerade. Best Family Game haben sie es genannt. Stimmt. Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate und Yoshi's Crafted World. Crafted World ist Müll. Also ich habe es ein bisschen gespielt, das habe ich überhaupt nicht angemacht. Luigi's Mansion 3 ist cool, also das kann man schon machen. Mario Maker 2 hätte eigentlich in die Game of the Year Kategorie auch gekonnt, also da hätte ich mich persönlich nicht beschwert. Das fand ich hier Ring Fit, weil du dann da dich auch mal körperlich betätigst. Keine Ahnung, ob das da dahin gehört. Ich weiß nicht, ich habe es hier gesehen, das sah super lustig aus, Ring Fit Adventure. Es hat einen Drachen, der auch ein Muskelfreak ist, oder? Ja, ja, das ist ein Pumperdrache quasi. Ja, der Pumperdrache, das ist schon eine gute Figur. Also ich glaube, das Spiel ist Latte, aber es gibt natürlich auch schon andere Fitnessspiele, ist jetzt nicht super originell, aber es scheint wirklich wirksam zu sein. Also Markus ist nicht der allertrainierteste Mensch der Erde, aber der war nach 5 Minuten schweißgebadet, wenn du da auf hohen Schwierigkeitsgrad machst. Und das sind auch Bewegungen. Es hat richtig hart gestunken hier bei uns in der Redaktion. Ja, genau, so richtig Puma-Käfig. Und die Leute, selbst die Leute, die hier zum Pumpen gehen, sind danach im Arsch, weil du da wohl richtig so Muskeln benutzt, wo du gar nicht wusstest, dass du sie hattest. Ja, genau, das kennt man ja. Solange es ein bisschen netter ist als das Wii Fit Board oder so, ne? Was dir ansatzweise, wenn du mal ein halbes Gramm über deinem Ideal-BMI gesagt hat, du bist dick, mach mal mehr, mach mal mehr Training. Und seitdem ist verstaubt. Ja. Aber ich schätze mal, Luigi's Mansion 3 ist, glaube ich, eine klare Sache. Ich würde Mario Maker 2 tatsächlich eher sagen. Echt? No? Okay. Also auch wenn es ein bisschen schwierig war, weil du jetzt nicht mehr das Touchpad hast, um parallel zu malen und zu arbeiten und auf dem Fernseher das zu spielen, sondern das eher dann damit lösen musst. Aber es ist einfach mal ein geiles Spiel. Naja. Die nächste Kategorie ist auch ziemlich lame, finde ich. Best Sports Sports / Racing Game. Haben sie jetzt zusammengewürfelt. Das ist eigentlich auch ist ein uninteressanter Bums drin. Ist da auch nichts Besseres rausgekommen dieses Jahr. Crash Team Racing Nitro Fuel ist drin. Dirt Rally 2.0. eFootball Pro Evolution Soccer 2020, F1 2019 und FIFA 20, ey, keine Ahnung. Aber Dirt Rally 2.0 ist ja schweinegeil, oder nicht? Genau, wahrscheinlich könnte es auch werden. Auf der anderen Seite sind Rennspiele sehr nischig. Aber FIFA 20 kriegt auch immer so ein bisschen viel Hate ab, abgesehen von den riesen Verkaufszahlen. Aber das ist immer so viel im Verruf. Ich habe keine Ahnung, wer da gewinnt. Crash war fun, aber ich glaube nicht, dass es eine Chance hier hat gegen die ganz Großen. Also Dirt Rally 2.0 war, glaube ich, einfach nur nicht groß anders als der erste, wenn nicht sogar einen Tick schwächer, sagen manche Leute von der Liste. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ja. Aber insofern ist es, glaube ich, ein saugeiles Spiel. Need for Speed Heat hätten sie damit reinschmeißen können. Wobei, ja gut, wie lange habt ihr es gespielt? Oder habt ihr hier einen Beitrag dazu gemacht? Ich hatte den Beitrag dazu gemacht und habe da schon, also bestimmt 25 Stunden rein investiert. Okay, ja, ich habe nicht so viel, habe ich bisher jetzt gespielt. Ja. Ich finde es besser als den letzten Teil, muss ich sagen. Ja. Wobei, ich bin ja mehr so ein Arcade-Racer-Fan, ne? Ja. Und das unterstütze ich ja auch. Ich fand die Welt so sehr karg, muss ich sagen, für
also wie sie es umgesetzt haben. Und dass dein Auto einfach dieses unzerstörbare Ding ist und du Bäume und Tankstellen durchfahren kannst. Ja, das ist doch nicht für Speed Classic, oder? Ja, ne? Also, das letzte Mal, wo ich richtig Spaß hatte, war mit der Most Wanted Neuauflage vor vielen Jahren. Mhm. Das hat sich nämlich ja angefühlt wie Burnout 6 oder so. Also ich hatte ja ein sehr gutes Fazit und ich fand es auch, also mich hat einfach Spaß gehabt, weil es so schön abwechslungsreich ist. Auf dem PC sieht es auch gut aus. Ich habe es jetzt auf dem PC gespielt. Ja gut, ich habe es auf PS4 gespielt. Keine Ahnung, dass das der Riesenunterschied war, aber auf jeden Fall bei Nacht. Und also es sieht schon alles sehr geil aus. Es ist mega abwechslungsreich und irgendwie, ich finde es geil. Es ist ein rundes Spiel, es ist keine Weltrevolution, aber es ist einfach saurund. Kommst du noch, aber die Story hast du hoffentlich weggeklickt, ja, die Story ist natürlich völlig für den Arsch. Warum muss jedes Spiel, wo es um Autos geht, Fast and the Furious sein? Warum? Hast du den Beitrag gesehen? Nein. Dann gucken wir mal an. Wir haben genau diese Frage gestellt. Das ist so... Holy shit. Okay, Best Multiplayer Game. Da haben wir Apex Legends wieder drin. Wir haben Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Tetris 99, interessant. Und Tom Clancy's The Division 2, damit auch Ubisoft einmal nominiert ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Tetris 99 halt hier diesen Originalitätsbonus hat, wobei man sich jetzt fragt, so, hä, wieso Tetris? Aber es war ja schon ein interessantes Konzept. Also Tetris Battle Royale ist eine mega coole Idee. Genau, ein Tetris Battle Royale. Ich kriege da keine Schnitte. Ich glaube, beim zweiten Platz habe ich einmal gemacht, aber mehr nicht. Mehr nicht. Und es gibt einen Modus, den du nur machen kannst, wenn du, glaube ich, 10-mal ein Spiel gewonnen hast. Das heißt also, es gibt so den ultra-exklusiv Tetris Battle Royale Club, in den du eintreten darfst. Ist eine coole Idee, aber ich denke mal, es wird irgendwo in Richtung Shooter eher hingehen. Division 2 wird es nicht, weil da gibt es viel mehr Games. Division 2 wird es nicht? Glaube ich nicht, ne? Oder? Würde ich jetzt auch nicht tippen. Also es kommt ja auch sonst woanders vor, das müsst ihr beachten. Ne? Komischerweise kommt es nicht bei Action und Co. vor. Ja. Und laut Tim und laut den Bewertungen muss das ja ein sehr, sehr gutes Spiel sein, was alles besser macht als sein Vorgänger. Und sicherlich das beste, also eins der besten Ubisoft-Spiele ist so. Ne? Ja, doch, das hat viel Lob eingeheimst, aber es hat auch sehr viel an weiß ich nicht, da spricht ja auch kaum mehr einer drüber. Und ich glaube, das spielt auch mit rein, dass es dann nicht unbedingt einen Award gewinnt. Ja, die haben echt viel Content gehabt zum Start und so, aber ich glaube, das meiste würde, wenn Apex nicht schon hier bei Action, glaube ich, gewesen wäre, dann hätte das hier sowieso die besten Chancen, einfach weil es das originellste und neueste und frischeste ist, weil bei den anderen Sachen findest du irgendein Argument, warum du es nicht unbedingt wählen musst. Ne? Modern Warfare, so cool ist es, Modern Warfare. Ne? So, und jetzt kommen die Indie-Titel, da müssen wir eigentlich Sebastian reinrufen, weil ich kenne außer Disco Elysium nichts also ganz, davon. Ganz My Friend Pedro. Eine Kategorie, die präsentiert wird von dem Sandwich-Hersteller. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie sehr du die ernst nehmen kannst oder nicht. Mhm. Da kann ich nichts zu sagen, zu den ganzen Sachen hier. Also, wie gesagt, Disco Elysium, dann My Friend Pedro ist dieser Dude, der da immer so in der Luft springt, mit Maschinengewehr in alle Richtungen schießt. Side-Scroller, ja. Und Untitled Goose Game ist natürlich das Meme-Spiel, ne? Weil du 8 Milliarden Memes bekommen hast, aber ich sehe keinen, der das Spiel spielt. Ich sehe nur die Memes. Also wenn man mal den Produktionsaufwand und die Größe und den und so weiter, man müsste auch hier Disco Elysium eigentlich den Preis geben. So. Also klar hat My Friend Pedro einen geilen Style, so, aber ne, das Disco Elysium, das muss einfach ein Monstrum von Spiel sein, mit wenig Mitteln erstellt und super originell. Und ich weiß nicht, eigentlich müsste das alle Preise in der Welt kriegen. Aber über was wir jetzt noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise teilweise ein paar Neuankündigungen werden wir vielleicht noch sehen. Und wir haben jetzt nur neue Infos zu Half-Life Alyx irgendwie angesprochen. Aber es gibt ja noch Gerüchte, dass wir zum Beispiel was zu Dark Souls, dem Remaster sehen. Nee, Quatsch, also, Demon's Souls, Entschuldigung. Souls, ne? Genau. Ja. Ist nur ein Gerücht. Ja, das Bluepoint Games, ne, die sind ja die Portierungsmeister. Das schwirrt lange rum schon, das Gerücht. Die haben zuletzt, glaube ich, noch mal irgendwie Twitter-Posts oder Social-Media-Posts gemacht, wo die einfach mal Hinweise auf lauter Franchises gedroppt haben. Es könnte theoretisch Demon's Souls sein oder ein Metal Gear Solid Remake, haben sie auch so angedeutet. Hauptsache, damit so gestreut wird und die Leute das nicht erraten können. Mhm. Ich würde hoffen, dass es endlich mal Demon's Souls ist. Das kann ich auf der PS3 nicht mehr angucken. Würde ich auch cool finden, ja. Mhm. Dann gab es noch das Gerücht, dass, und das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, dass wir was zu Elden Ring sehen werden. Also das ist der neue From Software-Titel. Dass der Release auch früh sein soll, ne? Richtig, das weiß Micha schon ganz lang. Das durfte er nie verraten und so, aber jetzt, wo es irgendwie das Gerücht schon rauskommt. Ich weiß aber nicht, ob ich es nur verraten darf. Ja, egal, aber jetzt ist das Gerücht irgendwie von IGN Anderen Middle Leuten. East veröffentlicht worden. Mhm. Die sagen nämlich, dass wir auf den Game Awards was zu Elden Ring sehen werden, weil es auch schon relativ früh im nächsten Jahr kommt, sagen die und Micha. Deswegen glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass wir da was Neues sehen. Mhm. Gibt es was Konkreteres zu Breath of the Wild 2? Weil angekündigt ist es ja seit der E3, ne? Mit diesem kleinen Teaser, aber wir haben da noch nichts mehr gehört.
too big for Game Awards, würde ich sagen. Ja, nee, dass sie sagen, kommt raus. Das wäre ja das perfekte Spiel, um zu sagen, wir mal, wenn PS5 und Xbox Scarlett rauskommen, dann auf einmal, ja, Nintendo übrigens, wir haben Breath of the Wild 2 hier parallel, ne, während der ganzen Releases. Gut, aber wir haben noch ein paar Gerüchte, glaube ich, am Start, weil dann habe ich noch gelesen, dass auch ein neues Batman-Game angekündigt werden könnte von Warner Brothers Montreal. Ach so. Ist es nicht Rocksteady? Ja, war es immer. Aber okay, aber hieß es, Warner Brothers Montreal hatten doch dieses Spin-off gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Batman Arkham Origins, würde ich jetzt sagen, was zwischendurch gekommen ist. Naja, gut, aber das habe ich nur gelesen. Also das könnte kommen. Mhm. Und eins haben wir noch vergessen, nämlich zwei unbekannte Capcom-Spiele. Das hatte ich noch gelesen, dass vielleicht ein... Ach so, echt also zwei? Capcom hat noch gesagt, dass sie auf irgendeiner anderen Messe Ende Dezember, deren Namen ich schon vergessen habe, noch zwei Franchises hat, die sie noch nicht angekündigt haben. Und jetzt mutmaßen einige, dann hauen sie die bestimmt auf den Game Awards eine Woche vorher auch schon raus. Ach echt? Also ich habe noch die Vermutung gelesen, dass eventuell ein Resident Evil 3 Remake angekündigt wird, weil das ist jetzt nicht so abwegig, dass man das vielleicht auch sogar das sieht. Das wäre nicht abwegig. Und aber das von dem habe ich jetzt nichts gehört. Auf jeden Fall verdient hätte, weil das ist so einer, der nicht so gut gealtert ist. Das Original. Würde ich mich mehr freuen drüber. Okay, aber ansonsten sind wir durch. Ich glaube schon. Hatte lang genug, der Talk. Aber waren auch wahnsinnig viele Kategorien. Wenn dann die Awards waren, werden wir dann wahrscheinlich nochmal drüber sprechen. Aber dann natürlich nur über die Wahrheiten und nicht diese ganzen Mutmaßungen, die wir hier rausgehauen haben. Bis dahin wünschen wir einen gesegneten Montag. Und wir sehen uns wieder am nächsten Montag. In aller Frische. Das war ein Riesenhaufen Informationen zu eventuellen Spielen auf den Game Awards 2019. Hat euch das gefallen? Dann guckt doch mal unter das Video und drückt auf den Like-Button. Oder kommentiert das Ganze oder abonniert unseren Kanal gleich. Das wäre am allergeilsten. Und wenn ihr damit fertig seid und das alles gemacht habt, dann guckt euch diese beiden Videos an, die bestimmt ganz fantastisch sind. Da bin ich mir ganz sicher. Und wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.